Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in die Magmatiefen eingetaucht. Haben gegen das Magma Udiro Tumbas gekämpft. Heldenhaft. Haben direkt das erste Secret Exit gefunden. Und heute wollen wir hier in die Magmatiefen noch weitermachen. Hier links von uns muss eine Brücke repariert werden. Ich muss jetzt zur anderen Seite, aber durch die Hitze des Magmas hier ist die Brücke zusammengebrochen. Ich würde die Brücke ja reparieren, aber es ist so heiß, ich weiß gar nicht mehr, wie man Brücken repariert. Ich helfe dir. Ja, würdest du helfen, dein Gedächtnis auch auf die Sprünge. Toll, die Durchstrecke hat ein Ende und ich kann mich endlich an die Reparatur machen. Sekunde. Ha, pow! Zeig's der Brücke, los! Nicht schlecht. Jetzt ist die Brücke noch stabiler als zuvor, würde ich sagen. Was passiert da? Kamek? Warte, Sequenz. Kamek, was machst du? Ja, ich würde sagen, rein in die Luftgaleere, ne? Obwohl, da müssen wir wahrscheinlich weiter, ne? Ja, darüber geht's weiter runter. Obwohl, da muss ich gegen Ende hin. Schiebe die Luftgaleere noch auf. Machen wir erstmal hier Augen auf in der Glutrako-Ruine. Kaizo-Blöcke, die sich nur zeigen, wenn ich in die Richtung gucke. Und auch vorher nicht da sind. Das war's mit dem Pilz. Wartet, kommt mal hier rüber. Ja, komm doch. Komm, fordere mich heraus. Oh, der Boden ist auch immer weg, ne? Und das sind die neuen Gegner? Sind ja einfach nur Tropfen. Ah, aber die kommen auch wieder. Kann ich die vernichten? Nein. Okay, wäre das schon mal direkt geklärt. Kann da doch bestimmt nach oben. Ich sehe auf jeden Fall eine blaue Röhre. Aber ich sehe ansonsten keinen geheimen Weg. Ich habe ein Spielzeug. Okay, da kommen aber nur Gegner zum Wegschießen raus. Aber bestimmt ist hier oben irgendwas. Hier oben vielleicht? Nö, hier ist nichts. Als ob ich mich jetzt so verletzt habe. Interessanter Ort. Oh, da ging es weiter. Ich mache nochmal Neustart und guck, dass ich zu der Stelle zurückkomme. Ich glaube, da wäre noch was gewesen. So, ich bin jetzt wieder hier. Ach, das ist intended, dass ich hier nicht weiterkomme. Okay, ich dachte, ich hätte hier vielleicht irgendwas verpennt. Dann war das hier doch richtig. Ich
Ja, geil, hier war nur eine gradig Münze. Und tschüss. Aber kann es sein, dass da an dem Ding vielleicht zweite Münze ist? Einfach mal beobachten. Okay, das Ding hat eine Umdrehung hinter sich und da kam nichts. Vielleicht hier? Hier war nichts. Bewegt sich das Teil auch nach vorn? Ja, das Teil bewegt sich auch nach vorn. Ah, das war mein Fehler. Okay, da ist meine 10er Münze. Da unten scheint sonst nichts weiter zu sein. Das nehme ich doch gerne. Oh, und da ist das letzte Ding. Na gut, da komme ich ja easy dran, ne? Und da ist die Wunderblume. Oh, nee. Autschen. Hier wird mir Panik gemacht. Easy gedodged. Willkommen zurück. Danke. Oh, und wieder hier. Ja, und damit bin ich bei der Flagge. Wie bist du? Easy. So, dann können wir hier jetzt weiter. Ziehe Münzen an. Münzmagnetabzeichen. Dafür brauche ich 300 Münzen, aber wir können uns das hier gönnen. Zieh Münzen und Blumenmünzen in der Nähe zu dir. Finde ich jetzt nicht so praktisch, aber man will ja alle Abzeichen haben, ne? Ja, die Info brauche ich nicht. Hankenschussabzeichen. Also natürlich der Abzeichentest, ne? Ist ja einfach nur, muss im richtigen Moment hier Taste drücken. Hab's. Und hab das letzte. Und Flagge. Easy. Hello.
Und das Abzeichen war geschenkt. Also der Test. Nein, ich mag den Rankenschuss nicht so sehr. Hey, Höhle der kreisenden Flammen. Guck mal, jetzt setzt ja eigentlich sogar voraus, wenn ich das oben angucke, dass ich den einen Wundersamen finde, ne? Beziehungsweise das Secret Exit. Außer ich mache die Galeere natürlich zuerst. Meins. Oh, ich ziehe die Dinger nach unten. Ich dachte mir schon, dass ich das hier noch brauchen werde. Okay. Die Dinger konnten ja schon immer in Magma sich bewegen. Ich hab's nur an der falschen Stelle leider getroffen. So, habe ihn diesmal richtig getroffen? Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Nö. So, hab's maximal aufgezogen. Okay, da ist nichts versteckt. Tschüss. Da oben ist doch ein Secret. Ich wusste es. Mein überragender Verstand übertrifft alles. Aua. Er ist in sein Verderben gesprungen. Was, da kann ich nicht rein? Hilfe, hier ist es warm. Hab es. Hab's doppelt. Da kam der Gierschlund zum Vorschein. Die Dinger mochte ich schon immer nicht. Und jetzt können die auch noch von oben kommen. Okay, ich verstehe schon. Ja, ich hab dich gehört. Ich hab keine Power-Ups mehr. Oh, cool. Was? Was zur Hölle passiert? Ich schwimme in Lava. Lustig. In Lava schwimmen, mal ein größer Traum. Hä? Warum könnten die mir nicht wehtun? Soll ich den Stern ohne es zu wissen? Auf jeden Fall sieht das Gebiet hier cool aus. Wie komme ich da hin? Ist hier irgend... Ja, ich glaube, ich sehe den Weg nach oben.
werde Licht. Mega cool. Ich will die Mütze. Ich bin gierig. Okay, mir kann alles, was Feuer ist, nichts antun. Warum diese Gefahren dann überhaupt erst dahin stellen, wenn sie wenigstens tun können? Danke. Ich verstehe schon. Aber ich kann doch auch einfach hier unten warten, oder nicht? Mich doch nicht extra in Gefahr begeben. Und Flagge. So, und da hinten ist noch so ein Häuschen, das können wir auch noch mitnehmen. Ah, oh, hier muss ich schon wieder Dinge abgeben. Ja, danke für den Gratis-Samen, ne? Okay, aber das merkt man hier genau beobachtet. Du musst leider schlechte Neuigkeiten überbringen. Es steigt. Bitte befreit den Palast, bevor es noch schlimmer wird. Hier, dieser Wundersamen sollte dabei helfen. Wir vertrauen in dir an. Okay. Ja gut, da kann der Junge ja noch den Stein entfernen, ne? Im Felsen blockiert die Abkürzung zum Palast. Ich möchte den Felsen zertrümmern, um meine Freunde wiederzusehen. Aber ich bin vor Hitze ganz kraftlos. Hier, nimm meine 50. Oh, vielen Dank. Ich fühle mich gleich so richtig stark. Und heiß ist mir auch nicht mehr. Meine Kraft erblüht. Jetzt müssen sogar Felsen von mir weichen. Drachenbau. Ich bin die Abkürzung ist wieder frei. Sorry, den Rest habe ich weggedrückt. Ja, die Abkürzung, die können wir beim nächsten Mal nehmen. Ich denke mal, die Abkürzung kann man auch von der anderen Seite nehmen. Ich mach mal hier jetzt für heute Schluss. Haben ja jetzt genug eingesammelt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.